Akku, meine Lieben. Ja, mein Akku hat mich verlassen sozusagen auf meinem iPad. Gerade wo ich meinen nächsten Gast vorstellen wollte. So, jetzt hoffe ich, dass die Brigitte noch mal kurz zu mir kommt. Brigitte, das ist jetzt Part 2 sozusagen, ne? Mein Akku hat sich verabschiedet. Ja, noch mal ganz kurz, ich habe da gerade gelesen, die Kommentare, das wollte ich jetzt noch mal loswerden, diese Anke West, die dort so negativ kommentiert hat, die kenne ich. Und ganz, das sind so die Menschen, wo ich so denke, was haben die für ein Problem? Und das wollte ich einfach noch mal gesagt haben, das geht gar nicht, solche Kommentare haben hier eigentlich nichts zu suchen, muss man blockieren. Also wir wollen hier friedlich miteinander kommunizieren und es geht hier darum, den Menschen vorzustellen. Konstruktive Kritik ist immer willkommen, genau. Aber wir möchten hier nicht, dass irgendjemand angegriffen wird. Genau. Und ich wurde vorhin unterbrochen, als ich meinen nächsten Gast sozusagen vorstellen wollte. Das möchte ich jetzt nochmal nachholen, ihr Lieben. Ich freue mich, ja, ich muss mich jetzt leider wiederholen, ne? Ich freue mich, euch die Birgit Faschinger-Reitsam, ihres Zeichens Autorin, Bloggerin und passionierte Tango-Tänzerin, vorstellen zu dürfen. Für sie, für das, was sie bewegt, wer sie ist und was sie mit ihrem Wirken weitergibt, habe ich folgende Überschrift gewählt. Begib dich auf die Entdeckungsreise zu dir selbst und werde zur Traumfrau in deinem eigenen Leben. Seit 4 Jahren bloggt sie als Draufgängerin, so heißt auch ihr gleichnamiger Blog, für Frauen mit körperlichen Problemen, hauptsächlich mit Fußproblemen. Dies, weil sie selbst betroffen war und deshalb sehr leidvoll auf Tango verzichten musste. Ich zitiere Birgit. Ich fühlte mich ausgebremst und um meine Lebendigkeit betrogen. Was ich damals nicht wusste, dass ich alles andere als lebendig war. Mir war auch nicht bewusst, dass ich meine Wünsche und meinen Körper übergangen habe. Ich wollte stets perfekt sein und das in allen Bereichen. Als Mutter, Ehefrau, Karrierefrau, Tango-Tänzerin. Aber ich war nicht mehr ich selbst. Heute weiß ich, dass ich mich verglichen habe und besser in Anführungszeichen sein wollte als andere, weil ich mich trotz allem minderwertig fühlte. Das führte auch dazu, dass ich immer auf der Suche war. Kunst, Heilarbeit, Tanz, Meditation und Körperarbeit. Aber ich habe mich immer zurückgehalten. Hingabe, die beim Tango so wichtig ist und nicht nur da, erschien als Schwäche. Heute weiß ich, dass Hingabe ein Türöffner ist. Ich habe verstanden, dass uns unsere Körper pausenlos Botschaften schicken, dass uns unser Körper pausenlos Botschaften schickt. Wir aber auf der Leitung oftmals stehen. Ich habe erkannt, dass wir einen anderen Weg einschlagen müssen, wenn wir körperliche Probleme nicht nur loshaben, sondern durch sie wachsen wollen. Das ist der weibliche Weg. Und das lässt mich schmunzeln, denn mit dem ersten Satz beschreibe ich bereits, wie ich heute über körperliche Probleme denke. Ich kann das Geschenk dahinter erkennen. Ich liebe Sanftmut, Freundlichkeit, Humor und Weisheit. Und für mich sind es diese Werte, die gefragt sind bei verhärteten Muskeln, verfilzten Faszien, verflixten Knien, krummen Zehen, schiefen Zähnen, steifen Nacken, verkrampften Fingern, verspannten Kiefern. Vor allem aber für die betroffenen Frauen. In ihren Blogartikeln, Online-Kursen und Büchern gibt sie ihr Wissen und ihre Erkenntnisse weiter. Sie ist ein wahres Geschenk an uns Frauen. Ich freue mich sehr, Birgit im nächsten Jahr am 7.1. bei mir begrüßen zu dürfen. Und danke dir, liebe Birgit, an dieser Stelle nochmal für das Brigitte, Entschuldigung, für dieses wundervolle, ich weiß, Birgit, Brigitte, es tut mir sehr leid, entschuldige bitte, es tut mir leid. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich nochmal und wünsche dir von Herzen, ne, dass du gehst ja eh schon durch die Decke mit deinem Business, dass es weiter wächst, 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 dass du viele Frauen glücklich machst mit dem, was du tust. Und natürlich auch von Herzen eine frohe Weihnachten an dieser Stelle. Ne? Ein schönes Fest, einen guten Jahreswechsel und auf ein persönliches Wiedersehen vielleicht demnächst mal bei dir oder hier in München. Und für euch da draußen ein wirklich ganz, ganz besinnliches Weihnachtsfest, ein
schönen Jahreswechsel und ich freue mich, euch dann nächstes Jahr an dieser Stelle wieder begrüßen zu dürfen. Und ja, mein Spruch, ne, behaltet die Sonne in eurem Herzen, bleibt so, wie ihr seid und bitte keine Anfeindungen untereinander, das führt zu nichts. Ne? Immer schön sachlich und Kritik ist immer willkommen, ne? Wir wachsen durch Kritik, aber es sollte nicht jemanden angreifen, das finde ich nicht gut. Ne? Also auf an dieser Stelle. Auf Kritik immer. Genau. An dieser Stelle, ne, wünsche ich dir einen schönen Abend, eine gute Nacht. Danke für deine Zeit. Ne? Danke. Und liebe Grüße, bist du jetzt gerade in der Schweiz? Liebe Grüße in die Schweiz. Bist du in der Schweiz? Ja, genau, ich lebe ja hier in der Schweiz, genau. Okay. Vielleicht möchtest du noch abschließend so ein paar Worte, auch so kurz vor Weihnachten jetzt, den Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben? Genau. Erstmal dir, liebe Romy, vielen Dank, dass ich hier an deinem Monday Talk mitmachen durfte. Mal was ganz anderes, spannend. Sollten wir öfter machen. Und ich wünsche allen, auch vor allen Dingen dir, wunderschöne Weihnachten, eine wirklich lichtvolle, ruhige, entspannte Zeit mit Genuss und wunderschönen Rutsch und Start in ein neues, wunderschönes Jahr 2019. Vor allen Dingen Gesundheit und ein wertschätzendes, liebevolles Miteinander. Das wünsche ich allen. Und Gesundheit. Gesundheit ist das A und O. Ich danke dir von Herzen, meine Liebe. Es war mir ein Fest. Ja. Danke für diesen wunderschönen Jahresabschluss für Romys Money Talk. Also, tschüss. Ciao, meine Liebe. Tschüss. Tschüss. Danke.